Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Spirit Talk zum März 2022. Herzlich willkommen, liebe Malkia. Wir machen das ja heute wieder zusammen. Ja, hallo, liebe Sonja. Hallo, liebe Freunde da draußen. Ja, ich freue mich, dabei zu sein und einen Blick in den März zu riskieren, ja? Ich hoffe, das Risiko wird nicht zu groß. Ja, schauen wir mal. Ne? Wobei, ich glaube, dass wir von einer guten Energiewelle jetzt getragen sind und der März da doch das ein oder andere Türchen nochmal aufschließt im positiven Sinne. Und ich glaube, dass wir das natürlich mitnehmen sollen und auch unseren Fokus natürlich darauf lenken, was eben ganz gut sein wird. Ich würde mal gerne nochmal kurze Rückschau machen. Wir hatten ja leider in unserem letzten gemeinsamen Video nur Ton, kein Bild, weil bei mir irgendwas durcheinander gegangen ist bei der Aufnahme. Aber immerhin hatten wir Ton. Und wir haben ja beide darüber wirklich geschwelgt, was uns der Februar alles schenkt. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging, aber für mich war der Februar tatsächlich ein super, super schöner, zwar etwas anstrengender Monat, aber das lag an meinem Arbeitsvolumen. Aber ich fand ihn toll. Wie hast du es empfunden in Kürze mal so, Michael? Also ich habe ja diesen Vergleich gebracht, dass es so ist, wie wenn man sich in der Kaschmirdecke einhüllt, ja, und dieses Gefühl, gerade auch so sehr positiv in Watte gepackt zu sein, war natürlich auch nochmal gerade an dem Spiegeltag da am 22. Und also ich fand den Februar auch bisher super angenehm, muss ich sagen. Ja, wir nehmen ja jetzt dieses Video noch kurz vor März auf. Also wir beide sind sozusagen noch im Februar, während wir das jetzt aufnehmen. Und ich werde es dann kurz vor Anfang März hochladen. Also ich habe auch persönlich das Gefühl, dass diese Energie ähnlich weitergeht. Also man kann meinen Optimismus im Moment auch schwer stoppen. Ich finde es einfach genial, was passiert. Und ich freue mich so über all die neuen Impulse, die das Universum gerade liefert. Deshalb starte du doch mal mit deinen Prognosen und dann werde ich mich zwischendurch dann mal melden mit meinen Ideen dazu. Ja, also wir haben ja erst einmal ein ganz großes Thema. Es sind drei große Themen im Grunde im März. Das eine ist nämlich Erwachen und Aufblühen und Reinigung und Neubeginn. Und mit Reinigung und Neubeginn kommt ja gleich dieser Neumond am 2.3. In diesen Monat oder in diese Monatsqualität hinein, ja. Und da können wir uns wirklich nochmal von der Schwingung etwas tragen lassen, indem wir natürlich unser erweitertes Bewusstsein sehr gut aktivieren, unsere Verbundenheit mit der geistigen Welt sehr gut schaffen können und eben sehr gut die Prozesse lösen können. Und weil ich spreche auch immer von dieser Aufstiegsskala und diesen Punkt Neutralität, den man ja immer erreichen muss, der für mich hat der 3 Jahre gedauert, bis ich den hatte. Und das ist jetzt eben so ein Punkt, wo man nochmal sehr, sehr, sehr gut loslassen kann oder eben zu diesem Punkt der Neutralität kommen kann mit seiner Vergangenheit. Das ist also gleich zum Monatsanfang ein sehr wichtiger Moment, ja. Und Sonne und Uranus zeigen da sehr beschwingte Aspekte, dass wir auch Zweifel, Schatten, die uns in der Vergangenheit vielleicht gehalten haben, loslassen können. Ja? Ja. Und dann folgt gleich ein sogenannter Yin- und Yang-Tag. Das ist der 3.3. Das ist also auch gleich ein Portaltag. Ja? Und hier geht es nochmal ganz klar um das Thema Verbindung und Leidenschaft. Ja? Also da können für Singles sehr wichtige Begegnungen kommen, die Partnerschaften können sich reaktivieren und es ist ein Samentag gleichzeitig und wir haben ja diese im Maya-Kalender diese Samenwelle noch bis Juli. Was bedeutet, wenn wir diesen Samentagen etwas aussehen, kommt es im Sommer in unser Leben. Ja, wenn wir fleißig säen. Ja, das ist wirklich wichtig, also vor allen Dingen auch intelligent sehen, ja. Und dann habe ich einen ganz, ganz tollen Tag mir rausgesucht, nämlich den Glück- und Segentag am 5. Okay. Und hier
ist es so, und da haben wir nämlich eine ganz tolle Verbindung von Sonne und Jupiter an diesem Tag, ja. Und da gewinnen wir nochmal richtig an Perspektive, an Erweiterung, an Zuversicht, an Vertrauen, ja. Und das finde ich also ebenfalls nochmal ein ganz wichtiges Moment, ja. Super. Dann geht so diese Welle, geht so auch wirklich sehr, sehr, sehr schön durch. Es öffnen sich im März natürlich über die Portaltage und Tore, sehr wichtige Tore, denn wir kommen ja auf die ganz große Konjunktion von Jupiter und Neptun im April zu. Die wird schon Ende des Monats, baut die sich auf, da ist die also schon wirksam. Aber dieser Monat ist nochmal eine Vorbereitung für alle, die in ihrem Aufstiegsprozess sind, die ihren Weg zur Spiritualität finden, die ja, vielleicht auch einfach ganz neue Gedankenwelten auf einmal aufmachen. Und da ist es eben ein Vorbereitungsmonat. Und so ist dann auch der 8.3. ein Tag, der uns lehren wird, also ein Portaltag, der uns lehren wird, dass wir wieder die Freuden des Lebens entdecken. Und ich glaube, mit jedem Tag im März wird das mehr werden. Das ist doch eine fantastische Prognose. Ja, also letztlich, wir stehen wir beide ja auch dafür, dass wir den Menschen die Türen wieder zeigen wollen. Also wir können sie zeigen, wir können sie öffnen, dass sie in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Freude hineintauchen können. Und es ist schön, dass das Universum dann durch diese verschiedenen Aspekte quasi noch dabei hilft, dass diese Türen sichtbar werden, dass sie durch diese Türen gehen können. In die Freude. Also, ja, in die Freude. Und es passiert eben auch, ich habe ja auch gesagt, es ist ja auch dieser Monat des Aufblühens, ja, aber auch ein bisschen des Aufräumens, ja. Wir haben auch nochmal so ein ganz klassischer 16.3., auch nochmal ein Portaltag, der ganz spürbar wird, dass wir so diese 3D-Ebene verlassen können, ja. Und gleichzeitig ist es aber auch ein, weil es ein Jungfraumond ist, haben wir da natürlich auch diesen klassischen vielleicht Frühjahrsputz mit dabei. Ja? Okay. Wusstest du, dass es die Römer schon gemacht haben? Okay, so lange schon. Ja, das ist eine ganz alte Tradition. Ja? Das haben sogar schon die Römer, das habe ich gerade gestern oder vorgestern irgendwann gelesen, dass es also tatsächlich aus der Römerzeit herkommt, ja. Und hier eben auch nochmal sich nochmal trennen, energetisch reinigen. Und das ist ja etwas, was ich schon auch sage, was immer wichtig ist, dass wir die Energien auch im Zuhause hochhalten und eben da auch ausreinigen. Und dann haben wir ja nochmal den Vollmond in der Jungfrau, der dann darauf folgt. Und der dann auch nochmal für unsere Vitalität sehr wichtig ist, dass wir so richtig vital in die weitere Phase starten. Es wird ein Vollmond werden, der unsere Zellaktivität nochmal ganz anders pushen wird, wenn wir damit arbeiten und uns richtig die Energieressourcen auffüllt. Das ist schön. Ja, da werde ich dann in meiner Engelbotschaft, die ich vor oder nach unserem Video dann hochlade, auch nochmal drüber sprechen, weil das für mich genau das Thema ist, die Gefühle durchzuputzen und aus diesen alten Energien gerade der letzten Wochen auszusteigen und wirklich das Herz ganz weit aufmachen und offen zu sein für diese reinigenden und nährenden Wellen. Ja, sehr schön. Klingt nach einem spannenden Vollmond wieder. Ja, und dann die große Welle beginnt ja dann auch wieder mit diesem, ja, fast ein Spiegeltag, den 22.3.22, ja. Und da ist es so, dass das nochmal so ein Schwellentag sein wird, ja, der nochmal einen ganz großen Wandel bringen wird auf der einen Seite. Und zwar können wir alle an diesem Tag alle Widerstände überwinden. Also alles, was sich uns in den Weg gestellt hat oder was wir vielleicht auch als Hürden selbst betrachtet haben. Ja, oftmals ist es ja auch in unserer eigenen Betrachtung, dass wir uns eine Hürde und eine Blockade setzen. Ja. Und dass wir da wirklich drüber kommen oder diese abbauen und diesen Weg frei machen. Und dann, glaube ich, haben wir einen richtig guten Schwung bis Ende des Monats dann, ja.
Ja, da kommt mir in den Sinn, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren mal eine Phönix-Meditation aufgenommen, die ich selber schon urlange mache. Damals war mir das gar nicht bewusst, was ich da tue. Und dann wirklich dieses sich total hingeben, wie ein Samen, der in die Erde sinkt und alles loslassen und sich komplett während des Einsinkens in die Erde komplett reinigen, um dann unten anzukommen in der puren Essenz und dann wie ein Phönix oder eine neue Pflanze daraus Ja, emporzusteigen. So klingt für mich ja März gerade. also wir können einfach sehr viel hinter uns lassen, sehr viel Schatten abbauen, ja. Wir können Raum schaffen für Neues, ne, indem wir wirklich da mal gut reinigen, uns vorbereiten. Und gleichzeitig kriegen wir aber so Wind unter den Flügeln, der uns eben über diese Bergspitze rüberhebt, ja. Und wir wirklich frei sind. Und vor allen Dingen geht es natürlich auch darum, dass wir im Energiefeld Zweifel, Ängste, Unsicherheiten dadurch abbauen können. Da möchte ich noch einen Lichttipp zu machen, weil so viele Menschen gerade zweifeln an sich selbst und im Leben und auch oft verzweifeln. Das ist so etwas, das schwebt mir schon lange vor, da mal wieder etwas drüber zu machen. Ja, das klingt großartig. Und was du jetzt beschrieben hattest, eben zum Vollmond, dass sich da auch neue Dimensionen für uns öffnen, dass wir also die Dimensionen wieder stärker spüren. Das hatte ich ja jetzt im Ja. Februar schon öfter mal auch zum Thema gemacht in meinen Videos, weil für mich das schon so präsent ist und für mich eben diese Ursprungsqualität, die wir alle leben können. Für mich sind die Dimensionen alle da. Nur ob wir uns dann dafür öffnen können, ob wir unser Schwingungsfeld so weit anheben, dass wir sie wahrnehmen können, darum geht es ja im Endeffekt. Und jetzt Ich möchte ich noch glaube, mal, ja? Entschuldigung, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber ich glaube, dass viele das spüren, ja, aber jetzt kommt dieses optische Wahrnehmen dazu, Auch das, ja. dass Fühlen, man spüren, sieht, sehen, dass man es sieht, ja, ja, genau. und dass man vielleicht auch mal den Betrachtungswinkel verändern kann, ja, und das kann natürlich auch über Träume geschehen, das kann über Meditation funktionieren. Es gibt ja da, jeder hat ja so seinen eigenen Ansatz, ja. Aber ich glaube, dass uns jetzt wirklich so ein bisschen wie im Kino mal vorgeführt wird, was es eigentlich noch so drumherum gibt und das für jeden spürbar sein wird. Ja, super. Und dann möchte ich das eben jetzt nochmal aufgreifen, weil ich ja jetzt immer mal wieder auch meine, ich channel ja meine Kalender. Ich möchte mal zeigen, welches Bild für den März da ist. Das ist die Schön. Regenbogendimension, die Regenbogenlichtkraft. Ich liebe dieses Bild. Es war sofort, leider verkauft, sonst hätte ich es direkt als Original hinter mich gestellt. Aber das ist für mich eben das Symbol, dass wir, das ist wirklich. Ich sehe das nicht mit diesen drei, vier, fünf, sechs, sieben Dimensionen, sondern für mich ist alles präsent. Doch wir können uns entscheiden, wie viel nehmen wir von all den Angeboten des Lebens und dieser Dimensionen, dieser Schwingungen wahr. Und das, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht, das verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Da erkläre ich das. Und das ist für mich eben dieses Symbol für den März, dass wir uns noch weiter ausdehnen können. Eben, dass wir diese Samen setzen, damit wir diesen funkelnden Regenbogen dann im Laufe unseres Lebens oder eben auch schon in diesem Jahr wirklich immer weiter erweitern können. Ja, Das ist, wenn du Prismen vor die Linse setzt. so ein Kaleidoskop und zu sehen, aha, also diese Schleier zu durchblicken. Letztlich ist für mich dieser Begriff dritte Dimension, dass wir noch hinter einem Schleier leben. Und wenn dieser Schleier mal weggezogen wird, das passiert manchen Menschen nie im Leben, anderen irgendwann mal, manchen sehr früh, anderen eher sehr spät, das ist wurscht. Aber es ist so ein sensationell schönes Gefühl, wenn der Schleier davongetragen wird. Ja, so wie du auch vorhin beschrieben hast, Anfang März, dass wir diese Blockaden überwinden können und reinigen können und dann zu sehen, was da alles an Wundern und Möglichkeiten ist. Und ich habe das Gefühl, ich krieg ja immer einen Kloß im Hals, wenn ich aufgeregt bin und merke, das ist meine Wahrheit, dann, dass wir wirklich jetzt im März wieder mal Schleier wegnehmen können und dadurch diese,
diese neuen Dinge wirklich, wie du schon sagtest, besser wahrnehmen können. Okay, die Schleier fallen. Das ist, wäre ein schöner, schöner Spruch für den März. Die Schleier fallen. Mal wieder. Ja, aber auch die Anhebung. Die Anhebung ist wichtig. Natürlich. Dadurch, ja. Ja. Und oftmals haben wir ja so Stricke oder Ketten, die uns vielleicht auch unbewusst an irgendwas festhalten. Ja, es kann ja auch ein Erlebnis sein, was sehr lang zurück ist, ja, und einem gar nicht mehr so im Bewusstsein ist. Aber genau diese Ketten kannst du jetzt sprengen oder durchschneiden. Und das ist schon gleich am Monatsanfang sehr, sehr, sehr spürbar. Ja, ja, wundervoll. Also dann, ja eben, es ist ja ein ständiger Prozess, immer mal wieder etwas loszulassen, dadurch wieder ein bisschen mehr Freiheit zu fühlen, sich wieder auszudehnen in die Freiheit. Und wenn man wächst, dann spürt man, oh, da ist ja noch etwas, das klemmt. Das habe ich bis jetzt nicht bemerken können, aber es wird jetzt wieder präsent und jetzt kann ich das auch wieder loslassen und schon wachsen wir wieder ein Stück weiter. Also für mich ist es ja das ganze Leben ein permanentes Wachstum. Und es ist herrlich. Ja, es ist schön. Ach Mensch, wir freuen uns auf den März, ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie gesagt, denkt auch an diese Samentage, die könnt ihr aber auch nochmal auf der Homepage auch nachlesen. Mhm. Denn da ist es wirklich wichtig, gebt alle da ein gutes Gedankengut rein, denn es wird keimen, glaubt's mir. Ja, das vielleicht kann man ja... Vielleicht kann man ja an diesen Samentagen tatsächlich so ein Mini-Vision-Board machen und wirklich mal aus einer Zeitschrift schöne Bilder ausschneiden, draufkleben oder schöne Begriffe aufschreiben oder tatsächlich einen Text. Was wünsche ich mir für meine Zukunft jetzt in der nächsten Zeit? Im Marketing sagt man oder in der Unternehmensberatung, es gibt ja kurze Ziele und es gibt weite Ziele. Also Schritt für Schritt dann die eigenen Ziele und Visionen zu erfüllen. Und das kann man an den Samentagen natürlich ganz besonders gut machen. Ja. Das ist richtig. Schön. Wunderbar. Ja, sehr schön, Sonja. Ja. Ich denke, wir haben viel erzählt, wir haben viel berichtet. Ich hoffe, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer könnt viel aus unseren Worten herausnehmen, die Energie spüren und schreibt euch auf, wann die Tage sind. Und genießt es einfach. Vielen, vielen Dank, lieber Maike. Ich habe mal wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Monat mit dir. Ich danke dir, liebe Sonja, und liebe Grüße natürlich an alle da draußen. Ja, tschüss. Tschüss.